Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei New Dawn, unserer kleinen Angespielt-Reihe zum neuen Survival-Game, was auf Steam im Early Access erschienen ist. In der letzten Folge ging es um den Zuschauerspaß. In dieser Folge möchte ich euch ein wenig ausfragen, ausquetschen über die Atmosphäre im Spiel. Wie sehr gefällt euch die Atmosphäre? Wie sehr taucht ihr beim Zuschauen in diese Welt ein? Oben rechts in der Ecke habt ihr wieder das weltberühmte I. Ja, die Infokarte, mit der ihr dann zur Umfrage gelangt, wenn ihr draufklickt oder draufwischt mit dem Finger oder wo auch immer ihr gerade schaut. Also, vielen Dank schon mal dafür, für eure Meinung. Ich werde meine natürlich auch noch kundtun und dann in der Folge 5 fassen wir das alles zusammen. Eure und meine Bewertung und dann gucken wir mal, wie uns New Dawn gefallen hat. Also, die Atmosphäre, wie gepackt ist sie, wie dicht gepackt, ja, wie sehr taucht man in diese Rolle des Eingeborenen ein? Wie sehr wirkt diese Welt lebendig? Und man fühlt sich hier im Dschungel befindlich und dergleichen. Das könnt ihr bewerten. Ich, wie gesagt, möchte euch wenig beeinflussen. Natürlich werde ich während des Spiels schon mal immer sagen, was mir gefällt und was mir nicht so gefällt. Ich möchte euch allerdings in eurer Meinung relativ wenig beeinflussen. Deshalb halte ich mich da mit Wertungen vor der 5. Folge, wo es dann eben um die Wertung geht, zurück. So, zumindest so gut es geht. So, also, wir brauchen einen Bogen und für einen Bogen brauchen wir 30 mal Klamotte. Also wir müssen 30 satte, fette Stofffetzen herstellen, 300 Kotten, die habe ich jetzt gerade so in der ganzen letzten Folge. Und wir brauchen jetzt 5 Sekunden pro... Okay, ich werde verhungern, bevor ich einen Bogen habe. Wir werden schauen. Gut, ich bin aber auch permanent gesprintet, ne? Das ist vielleicht nicht so ganz zweckdienlich. Letzte Folge war im Zeichen der Karten der Welterkundung. Wir laufen jetzt hier mal den Weg entlang in der Hoffnung, dass ich eventuell die 30 Kotten fertig habe, die 30 Kloss fertig habe, um den Bogen dann zu bauen. Vielleicht finden wir dann spontan ein Reh oder weiß... Was ist hier los? Eine Alpha-Wand. Okay. Es gibt jetzt auch keine Map oder so. Eine Alpha-Wand. Dann. Aber da war doch nur mehr. Da war das Dorf, da war mehr. Da, wie komme ich denn jetzt? Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Naja, wir laufen mal diesen ausgerampelten Weg lang, aber der macht jetzt wieder so eine Kurve. Wahrscheinlich, ja, mal gucken. Aus dem Meer können wir ja nicht saufen, das ist ja okay. Auch mehr als logisch. In dieser speziellen Situation gerade allerdings vielleicht ein bisschen schade. Okay, unsere Ausdauer sinkt gewaltig. Dann joggen wir mal gemächlicher weiter. Hier geht jetzt eine scharfe Spitzkehre nach oben oder wir können gerade weiter. Ich laufe mal gerade weiter in der Hoffnung, dass irgendwo ein Fluss vielleicht ins Meer mündet. Allerdings würde ich den eher rechts erwarten. Wir hatten ja so einen fetten Fluss. Weiß nur nicht, wo der jetzt genau war. Mit dieser scharfen Spitzkehre hätte ich Angst, wieder gegen die Alpha-Wand zu donnern. Deshalb machen wir uns hier mal lang. Die Karte soll momentan 7x7 Kilometer groß sein. Also 49 Quadratkilometer. Soll, so ist die Roadmap, auch noch erweitert werden. Auf 15x15, also ungefähr verdoppelt. Genau habe ich es jetzt nicht im Kopf. Was heißt verdoppelt? Ist dann vervierfacht eigentlich, um genau zu sein. Und schon wieder hat die Kamera sich umgedreht. Da kamen wir her. Das ist eigenartig. Manchmal macht die Kamera total den Abflug. Okay. Kleine Bugs sind ja absolut zu verschmerzen. Ist jetzt nicht das Problem. Doof war es ein bisschen im Kampf, wo er sich permanent gedreht hat. So. Ja, da geht auch wieder ein Weg hoch. Doof ist, dass wir mehr oder weniger oben auf einem Hügel sind. Da ist es mit Wasser eher schlecht. Wir sind jetzt schon quasi am Verdursten. Unser Wasser ist, glaube ich, komplett leer.
wenn man das so richtig sieht. Ja, wir nehmen auch, wir verlieren auch gerade rapide Leben. Ich glaube, ja, irgendetwas in mir sagt mir, dass wir gleich nochmal von vorne anfangen dürfen. Ist das nicht schön? Komm ins Licht! Respawn. Gut. Sind wir denn jetzt wieder? Jawohl. Das ist doch okay. Jetzt müssen wir hier nur wieder 300 Baumwolle einsammeln. Das heißt 30 mal Baumwolle. Da hinten ist sogar ein Reh. Es wird Nacht. Kann das sein? Das sieht ganz cool aus hier auch, ne? Ist eine schöne Gegend. Die Mangroven hier im Fluss. Das sieht eigentlich ganz schön aus. So, und ein Wasserfall. Und ein Fluss, in den ich reinspringen, aber bestimmt nicht mehr rausspringen kann. Gibt es irgendwo einen sanften Einstieg? Irgendwo einen sanften Einstieg. Ich frage mich gerade, ob es Krokodile gibt. Die würde ich hier zumindest eher erwarten als Rehe. Ja, okay. Also hier wird es eher steiler. Schwierig. Okay, wir werden schon noch einen Einstieg ins Wasser finden. Derweil nehmen wir erstmal die ganze Baumwolle mit. So. Bäumchen hauen wir anschließend um. Davon gibt es nun wahrlich mehr als genug. Was ist denn das? Achso, Moment. Müssen wir wieder runterziehen. Die Startausrüstung hat man immer wieder. Ansonsten müsste man ja erst wieder zu seinem Loot laufen. Und ich denke mal, da ist das Hauptproblem, dass man halt nicht sicher sagen kann, dass man an seinen Loot wieder rankommt. Wenn du dann nicht mal mehr die Startausrüstung hast. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht gesehen, wie man Steine sammeln könnte. Gold. Okay. Wie man Steine sammeln könnte, ohne eben diese Axt. Also es liegt jetzt nichts rum. Es liegt kein Stöckchen am Boden, es liegt kein Stein am Boden. Gold brauchen wir jetzt wahrlich nicht. Ist jetzt nicht so, als dass man irgendwie ohne dieses Start-Equipment eine Chance hätte, hier was abzubauen. Und das wäre auch was, also... Ja... Weil ich jetzt irgendwie, ja, ich kann mich nicht zurückhalten, es tut mir leid. Also, was diese Atmosphäre betrifft. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht zu böse, wenn ich sage, dass das in meinen Augen ein Satz mit X ist. Erstens ist es sehr wiederholend. Zweitens ist es für einen Dschungel einfach auch nicht dicht oder dergleichen. Okay, es muss jetzt aber auch nicht Dschungel sein. Ist dann halt eine Südseeinsel, die nur so ein bisschen bewaldet ist. Das, soweit sieht es halbwegs gut aus. Diese mystischen Bögen und dergleichen, das macht es ein bisschen... Das soll auch so eine Art Magie drin sein. So ein bisschen hier, ne, die Götter der Ureinwohner. Insofern, das macht es so ein bisschen mystischer. Das finde ich gut. Insofern muss die Welt auch nicht 100% der Realität entsprechen. Aber wir hören eben saumäßig viele Vögel. Wir sehen keinen einzigen Insekten, Frösche, irgendwas, das krabbelt, kreucht und fleucht. Ich meine, Rehe gehören nicht in den Urwald, meiner Meinung nach. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht gibt es da auch Rehe oder Rehartige. Ich weiß aus dem anderen, aus meinen 10 Minuten, die ich das Spiel angespielt habe, da bin ich quasi neben einem Bären gespawnt, dass hier Bären rumlaufen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass in Südamerika Bären, aber auch da kann ich mich täuschen. Dennoch ist das jetzt nicht so das, was ich... Ich würde jetzt hier Schlangen, Krokodile, irgendwelche Eidechsen, weiß der Geier, Affen wegen mir, die an Bäumen hängen, ne? Alles Mögliche erwarten. Vor allen Dingen aber halt ein paar Vögel, um eben so eine Atmosphäre auch zu erzeugen. Aber vielleicht seht ihr das ganz anders. Vielleicht bin ich zu kritisch, ich weiß es nicht. Ja? Ich möchte da wirklich nicht beeinflussen. Wenn ihr das anders seht, ist das völlig okay.
Gib dem Spiel gerne an der Stelle 5 Sterne. Überstimmt mich, überzeugt mich. Ich bin da der Letzte, der unbedingt auf seine Meinung beharrt und glaubt, dass das die einzige richtige ist. Hier können wir Wasser nehmen. Dann können wir ein bisschen was trinken und dann können wir auch nochmal auffüllen. So direkt aus dem Fluss trinken ist scheint's nicht. Da kommt er nicht hoch. Und stöhnt uns die Ohren voll. So, wie viel Baumwolle haben wir denn? 230. Noch 7 Baumwolle müssen wir irgendwie finden, damit wir einen ersten Bogen haben. Ich rede noch nicht von irgendwie... Weiß der Geier... einer Klamotte, die wir uns schneidern können. Da vorne wird... Ach nee, das ist nur der Sonnenuntergang, der das so rot färbt. Das ist schön. Es ist schön, zugleich aber auch beängstigend, dass die Sonne bereits untergeht. Ich weiß nämlich, dass es sehr dunkel wird. Es wäre sehr anzuraten, dass wir bis dahin zumindest die Baumwolle haben. Erschreck mich doch nicht so. Da ist ein bisschen Baumwolle. Da geht's einen Berg hoch. Ja, das sieht schon schick aus. Also so ein paar schöne Lichteffekte und dergleichen hat schon. Um die Grafik wird es sicherlich dann auch nochmal in einer anderen Folge gehen. In diese halt, wie gesagt, um die Atmosphäre. So, 4 noch da oben. Hier. Upp. Ja. Ein Bär. So, versuchen wir den mal zu umwatscheln. Ich glaube, das haben wir geschafft. So. Baumwolle. Hier kommt so ein bisschen eine Art anderes Biom. Hier ändert sich die Vegetation. Hier wird so... Hier, was ist das für ein Gras? Kann ich das ernten? Nee. Sieht aus wie riesige Lilien oder irgend sowas. Keine Ahnung. Interessant. Also, anderes Biom. Hier sind solche spitzen Felszinnen. Da oben wachsen sogar dann auch nochmal irgendwelche Bäume und Büsche an diesen Zinnen. Das sieht cool aus. Das sieht sehr geil aus. Muss ich sagen. Gefällt mir. Auch da die lila Wolken. Das ist schon wieder dann auch atmosphärisch. Das sieht einfach stark aus. Kannst du jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlecht wäre. Es ist, wie gesagt, Early Access, vieles noch in Entwicklung. Und je nachdem, auf welchen Aspekt einfach die Entwickler mehr den Fokus gelegt haben, gibt es da natürlich Schwächen und Stärken. Und das ist bei jedem EA-Game irgendwo unterschiedlich. Ja, das passt schon. Nur gleich stehen wir hier voll im Dunkeln. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass diese Nacht hier im Spiel saufinster ist. Wir haben ja eine Fackel. Und 320 Kotten. Genau. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen uns... Ich kann das wieder abreißen, das weiß ich auch. Wir bauen uns... Kurz 3 nochmal drücken. Nochmal 3 drücken. Kann ich das... Nee, Rechtsklick? Linksklick? Wie breche ich wieder ab? Irgendwas anderes auswählen. So, jetzt haben wir die Fackel in der Hand. Fantastisch. Und die Kamera hat sich verdreht. Ich bin mal gespannt, ob ich den Fluss wieder finde irgendwann. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, die Nacht ist sehr dunkel. Das ist natürlich wiederum auch ein Stück weit atmosphärisch. Allerdings weiß ich, dass mir außer Reh und Bär und Wolf hier nichts begegnen kann. Und das ist dann wieder nicht so atmosphärisch. So, dann bauen wir hier mal das Zelt hin. Hier ist halbwegs eben. Zack. Da haben wir unser Tipi. Sieht soweit cool aus. Das können wir aufmachen. Da können wir reingehen. Und dann können wir es bestimmt auch wieder zumachen. Fragezeichen. Jawohl. So, und dann stehen wir hier jetzt erstmal halbwegs safe und können gucken. Flint. Wo haben wir denn Flint her? Wo haben wir denn Flint her? Das klingt interessant. Also, ach ja, kein Holz.
Aber wir können schon mal die 30 Baumwolle herstellen. Also die 30 Stofffetzen. So. Ja, ich wüsste nicht, wofür ich sonst Baumwolle bräuchte. Doch hier für eine Fackel brauchen wir es als... Nee, das ist Fett. Ja, nee. Komm, wir kraften alles. Und jetzt? Mein Tippi ist da auch oben auf dem Dings markiert. Haben wir denn hier Bäume? Jawohl. Climbing. Wir können da hochklettern? Oh. Ja, wie ihr seht, kann man da richtig gut hochklettern. Okay. Es ist wirklich einfach nur schwarz, wenn die Nacht ist, ne? Also ich fälle jetzt einen Baum. Zum Glück kann ich mir sehr sicher sein, dass er mir nicht auf den Kopf fällt. Ich glaube, der Baum ist weg. Also dunkle Nacht hin oder her, aber so ein bisschen restlich gibt es ja doch. Also. Warum ist das? Ich weiß, dass hier irgendwo ein Bär ist. Baum. Auch wenn man es nicht glaubt, aber er ist da. Ah. Da war ein Baum, ich schwör's. So. Noch ein Baum. Wie viel fantastisches Holz brauchen wir? Reicht das schon für einen Bogen? 100. Sensationell. Da er aber immer noch zusammenzimmert. Das ist augenscheinlich kein Baum. Und hier in der Nähe beim Weg, meine ich, war der... Gehen wir mal so Richtung Tipi. Ach, da ist es ja schon. Baum. So. Alter, das ist einfach nur fucking dunkel. Das ist unglaublich. Tut mir leid. Ich glaube, das ist das dunkelste Spiel, also nachts das dunkelste Spiel, was ich bisher hatte. Aber... Also prinzipiell finde ich's cool, wenn Spiele wirklich dunkle Nächte haben. Wenn es wirklich einfach düster ist wie sonst was. Wobei es in sehr vielen, zum Beispiel bei, ich finde es bei Green Hell richtig gut gelöst. Da ist es halt erstmal scheiße dunkel, bis das eben der Mond aufgeht. Und der macht es dann entsprechend heller. Wenn scheiß Wetter kommt allerdings, dann wird es wieder dunkel wie sonst was. Und wenn der Mond untergeht, bis dann die Sonne aufgeht, ist eben auch nochmal eine Phase, wo es richtig dunkel ist. Und das finde ich ist eine sehr coole Lösung. Hier ist es einfach so, da oben ist ein Mond, eine helle, weiße, untexturierte Scheibe, die hier unten einfach gar keine Auswirkung hat. Auch das gibt von mir Abzüge in der B-Note, um das mal blöd zu sagen. Tja, wir gehen mal zurück zum Tibi. Frage mich halt auch, wie lange diese Nacht wohl dauert. Ich habe jetzt auch keine... Ich glaube jetzt nicht, dass er eine Uhr trägt. Ich habe jetzt auch leider keine Ahnung, wie spät es ist und wie lange das dauert. So. Tür zu. Wir können die auch verschließen. Okay. Und dann bauen wir uns sagenhafte, fantastische Megabogen. Da, nee, Megabogen. Was brauche ich für Pfeile? Da brauche ich noch Stein für. Alles klar, der Bogen braucht ein paar Sekunden.
Also für Pfeile brauchen wir Stein und 10 Holz. Das heißt aber, dafür hätte ich 15 Pfeile hätte ich Holz. Das ist okay. Wir bräuchten also 5×5, 25 Stein. Das ist jetzt nicht so viel. Andererseits, wenn das wirklich nur ein Pfeil ist aus 10 Holz. Also am Balancing dürfen sie noch mal ein bisschen was drehen. Die Frage ist, wie ich jetzt hier in diesem dunkelsten aller Dunkeln, da vorne ist irgendwas Helles, vielleicht ist das ein Stein. Das ist sogar so. Sehr schön, das reicht bereits für die Pfeile. 8 Stück. So, 15. Ich habe 5 gerechnet nur. Wir können ja 15 herstellen. Okay, wir brauchen noch einen Stein, aber macht ja nichts. Wir finden ja, da ist tatsächlich noch Stein. Frage mich, wann sich der erste Stein als ein Eisbär entpuppt. Die gibt es hier vielleicht auch. Oder ist gar kein... Nein, das ist ein heller Hintergrund. Das ist fantastisch. Ich fäll so lange Bäume. Die sieht man nämlich gut. Ich glaube, ich habe eigentlich nur in Wahrheit Baumhalluzinationen. So. Lava. Und wir nehmen mit, was geht. Bin froh, wenn ich ja irgendwas habe. So. Auch das im Gepäck. Nix. Natürlich kein Stein. Sieht doch jeder. Das ist auch kein Stein. Mensch, frag doch nicht so blöd. Selbstverständlich ist das kein Stein. Das ist... Deko. Du wirst doch wohl noch Stein von Deko unterscheiden können, oder? Meine Güte. Und sowas will hier Survival Games bewerten. Glaubt das ja wohl nicht. So. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen anfange, mich über manche Elemente lächerlich zu machen. Es fällt mir schwer, mich hier zurückzuhalten im Spiel. Das ist wirklich nicht gut. Bisher ist es wirklich nicht gut. Es tut mir leid. Das musste jetzt mal raus. Aber, ne? Ich hatte ja sowieso die Überlegung, ab und an mal Trash-Games zu zeigen. Das könnte ja der Auftakt einer Serie sein, bitte nicht. Vielleicht wird es ja noch gut. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt ja noch so ein Element, wo ich sage... Was? Was ist ein Huhn? Keine Ahnung. Vielleicht kommt ja noch ein Element, wo ich sage, boah, geil. Ich will einen Stein. Oh, da ist wieder ein Halluzinationsbaum. Oh, den meditieren wir schnell weg. So. Und. Tada! Houdini! Okay. Vitality Low. Ja, ich würde gerne was jagen. Ich habe nämlich einen Pfeil und Bogen. Achso, könnte ich eigentlich mal da unten runterziehen. Ich habe tatsächlich Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen. Pfeil und... Kann ich... Ja gut, okay, macht vielleicht auch keinen Sinn. Oder ja, doch, jetzt sind sie drin. Haha, Bär, ich werde dich... Ich werde wahrscheinlich verhungern im Dunkeln. Weil diese Pissnacht nicht aufhört, aber ich könnte mir wenigstens schon mal ein bisschen was zu trinken reinpfeifen. Ich sprinte ja schon gar nicht mehr, ne? Das noch dazu, ich sprinte ja schon gar nicht mehr, beim Trinken muss ich natürlich auch Feuer ausmachen. Ich habe das ja schon aufgegeben. Aber selbstverständlich wird vermutlich auch das Abbauen von Ressourcen
seinen Tribut fordern, was... Außerdem ist... Was heißt... Wie, ah, hier bräuchte man eine Sichel für. Da könnten wir auch das aufsammeln. Dachte, irgendwas gehört zu haben. Können wir uns gleich noch mal ein paar Pfeile zusammenbauen. Und so, das Ding hier. Es darf jetzt echt... Boah, der Mond ist immer noch so weit oben. Es darf jetzt echt mal hell werden wieder. Hätte da nichts gegen. Arrows? Ne, das ist eine Torch. Arrows waren hier, da. Also so von den Crafting-Möglichkeiten finde ich es ja eigentlich schon mal recht okay. Es gibt schon einige Sachen, die man bauen kann. Die Hütten, dann, es gibt ne, verschiedene Werkzeuge, dann muss man sich hier durchfriemeln und so weiter. Vielleicht ist wirklich der Aspekt einfach stärker berücksichtigt im Spiel. Dann habe ich nur ein Problem. Ich muss ja irgendwie mal die Chance haben, an Essen zu kommen. Und ja. Haben sie das vergessen? Oder was ist da? Ich meine, was... Ah ja, nee, Entschuldigung. Essen haben wir vergessen. Also, da kann ja jetzt keiner... Hier, vielleicht kann ich eine Falle bauen. Wir bauen uns mal eine Falle ans Tipi. Kann ich mal so ein bisschen. Wie viele braucht man für die Falle? Ach, plus 20. Das sind ja dann nur 200 Kotten, die ich sammeln muss. Im Dunkeln. Nachts. Was war das? Truck Herb. Okay. Können wir ein paar Drogen reinpfeifen. Why not? Gibt es denn sowas wie eine Crafting-Schlange? Ja, da unten gibt es eine... Also das kruschelt der dann nach und nach ab. Allerdings haben die Pfeile nicht gesteckt. Kann das sein? Da unten schon mal gar nicht drauf. Ich... ne, gibt immer nur 10. Okay. Wir werden verhungern. Ich laufe mal zurück zu meinem Zelt, dann verhungere ich lieber dort und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Frisch respawned und ich werde auch schauen, dass ich erst wieder aufnehme, wenn Tag ist. Ich gebe mein Bestes und ich werde versuchen, zu diesem Zelt zurückzukommen, denn das bleibt stehen, wenn man stirbt. Und dann werde ich da versuchen, wieder zurückzukommen. Oh, ich glaube, ich sehe schon Silberstreif am Horizont. Es wird langsam wieder hell. Wir sind an unserem wunderschönen Zelt. Mit vielen tollen Sachen im Gepäck. Bin mal gespannt. Wenn ich hier sterbe, verliere ich ja mein Inventar. Ob ich das dann wieder aufsammeln kann. Oh, es wird hell. Unglaublich. Aber jetzt leider Folge fertig. Bis zum nächsten Mal. Leider. Nein, das Spiel wird bestimmt noch gut. Lassen wir uns überraschen. Ciao.